Sicher zur Schule mit Bus und Bahn, so heißt die jährliche Aktion der Tübinger Stadtwerke zum Schutz der Schülerinnen und Schüler auf ihrem Schulweg. Ein Großteil der Tübinger Schulen nimmt jedes Jahr an diesem Aktionstag teil. Den Fünftklässlern wird dabei praxisnah gezeigt, welche Gefahren bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel entstehen können. Sehr lebhaft wird zum Beispiel demonstriert, was passieren kann, wenn ein Schüler beim Einfahren des Busses zu nah am Gehweg steht. Auch das richtige Verhalten in Notsituationen und die Benutzung eines Nothammers wurden erklärt. Das Gerücht, dass man in der Tür eingeklemmt werden kann, wurde ebenfalls demonstrativ beseitigt. Die Mischung aus Theorie und Praxis machte den Schülern auf jeden Fall sichtlich Spaß.